Hallo und herzlich willkommen aus meiner Tupperküche. Heute möchte ich euch gerne den Profi-Chef Mahlwerk vorstellen. Der Profi-Chef Mahlwerk, das ist eine echte Allzweckwaffe. Damit könnt ihr nämlich mit diesem Aufsatz hier Scheiben schneiden, mit diesem Aufsatz ganz fein raspeln, mit diesem Aufsatz grob raspeln und mit diesem Aufsatz hier, da reibt ihr, da pulverisiert ihr quasi das, was ihr reibt. Und vom Prinzip her ist es sehr, sehr einfach. Wir haben hier unten das untere Teil, der Saugnapffuß. Der wird auf einer glatten Oberfläche festgemacht. Ihr braucht eine glatte Tischplatte, eine glatte Küchenarbeitsplatte. Oder ihr setzt ihn einfach aufs Cerankochfeld. Wer auch da nicht die Möglichkeit hat, kann auch sich einfach eine schwere Fliese im Baumarkt besorgen. Musterstücke gibt es da meistens kostenlos. Und dann saugt er sich am Tisch fest. Dann kommt hier dieser rote Aufsatz drauf. Das ist der Träger für die verschiedenen Aufsätze. Und hier unten gibt es einen kleinen Stellring. Sobald ich den roten Aufsatz drauf habe, fixiert dieser Stellring nicht nur den Aufsatz, sondern auch den Fuß. Und ihr seht, der Tisch wackelt. Diese Einsätze hier werden einfach von vorne in den Trichter reingeschoben und von hinten mit der Kurbel fixiert. Dann hat man hier noch die Anpresse, die kommt hier oben rein und dann ist das Ding schon startklar. Das erste, was ich jetzt hier reinstecke, ist Parmesan. Und zwar habe ich jetzt diesen Einsatz drin, womit man quasi Pulver herstellt. Ne? Da wird angedrückt und gekurbelt. Ich zeige es euch gleich vorne im Bild nochmal im Detail, wie fein das da rauskommt. Da könnt ihr natürlich auch auf Vorrat produzieren. Ne? Man kann auch den geriebenen Käse da wunderbar einfrieren. Ich brauche jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich brauche den für Salatdressing. Durch. Das ist doch mehr als ich dachte. So, hier vorne. Ich hole mal einen Topschaber. Könnte ich jetzt mit den Fingern reingehen, weil hier drinnen gibt es tatsächlich nichts Scharfes. Aber für euch nehme ich natürlich einen Topschaber. Macht einen besseren Eindruck. So, jetzt löse ich das hier hinten. Nimm den Einsatz nach vorne raus, lass die restlichen Krümel hier in mein Schüsselchen noch reinrutschen und zum Reinigen kann der Aufsatz auch in die Spülmaschine. Hier kann ich nochmal mit dem Topschaber durchfeudeln, da sind noch so ein paar Krümel drin und dann ist es ganz fein geriebener Parmesan. Hm? Oh, der riecht auch total geil. So, nächster Einsatz. Jetzt nehme ich den Scheibeneinsatz, wird wieder von vorne reingeschoben, hinten fixiert, neue Schüssel runter und mit dem Scheibeneinsatz schneide ich die Gurke. Seht ihr, wie wahnsinnig schnell das da rausflutscht? Könnt ihr auch Kartoffeln mitschneiden, mit Kartoffelsalat für Bratkartoffeln. Anderes Gemüse, was man in Scheiben haben möchte. So, eine blitzschnelle Schüssel voll Gurken. So. Grün auf grün sieht man gar nicht so gut, aber wenn ich es gleich anrichte, dann seht ihr es. Und zwar, das ist ein ganz schöner Salat, den ich hier so streifenweise in meiner Schüssel anrichte, dass sich jeder so das nehmen kann, was er möchte. Und auch die Gurke ist, glaube ich, viel zu viel. Da packe ich noch ein bisschen von weg, schnell. So. Dann. Einsatz
zum Reiben. Seht ihr, hier hängt jetzt noch so ein ganz bisschen was dran, aber das ist nicht der Rede wert. Jetzt nehmen wir den groben Raspeleinsatz. Der kommt hier. Und damit reibe ich die Radieschen. Die Radieschen habe ich in der Klimaoase. Ne? Da werden Radieschen nicht zu Gummibällen. Sonst werden Radieschen ja ganz schnell Gummibällchen. Zwischendurch mal rückwärts drehen, dann gehen die Reste aus dem Zylinder noch raus. Hier hole ich noch schnell die Reste raus. Und dann habt ihr ganz feinen Radieschen. Seht ihr das hier, was ich hier mache? So. Das war auch eigentlich schon fast zu viel. Macht aber nichts. Das stecke ich wieder in den Kühlschrank. Die Klimaoasen, das hält sich ewig da drin. Und dann habe ich noch Karotten. Die Karotten werden jetzt mit dem ganz feinen Raspeleinsatz bearbeitet. Schickt an Karotten auch schon. Und jetzt habt ihr alle vier Einsätze gesehen, was man damit so anstellen kann. Eine Reihe ist frei geblieben. Da kommt jetzt noch ein bisschen frisch gezupfter grüner Salat zu. Den Parmesan verarbeite ich im Salatdressing. Und selbstverständlich bekommt ihr dann nachher auch noch mit Dressing oben drüber auch mal ein schönes Bild von mir. Wenn ihr Lust drauf habt, das Ganze nachzumachen, das Schätzchen Profi-Chef Mahlwerk. Für auf den weißen Saugnapffuß gibt es verschiedene Aufsätze. Da gibt es einen Fleischwolf-Aufsatz, da gibt es einen Schneideinsatz für Gemüsesticks, da gibt es einen Sorbet-Aufsatz für. Immer benutzt man die gleiche Basis und man wechselt nur die verschiedenen Aufsätze, wobei die Anpasshilfe und die Kurbel bei ganz vielen Aufsätzen ebenfalls gebraucht wird, so dass die dann auch schon vorhanden ist. Und dann kann man einfach zwischendurch die Aufsätze tauschen. So, jetzt ist alles tatsächlich fertig. Ich habe hier noch ein bisschen Käse drauf gerieben. Ich habe das Salatdressing geschüttelt. Das hier ist der Shake It. In der kleinen Variante, hier gehen 350 Milliliter rein. Und da habt ihr hier oben im Deckel so eine kleine Lasche, die dafür sorgt, dass das, was vom Schütteln oben drin hängt, wieder zurück ins Loch tropft und dass es keine Sauerei gibt. Ich setze hier mal so drüber. Und frischen Schnittlauch aus dem Garten mit unserer Schere. Die Schere, die ist ganz praktisch, weil die könnt ihr in der Mitte auseinandernehmen. Wenn ihr da Lebensmittel mitgeschnitten habt, dann ist die trotzdem wieder picobello sauber. Das ist ja eigentlich ein Problem. Hier, da wo die Schere sich kreuzt, ne, an dieser Stelle, kriegt man Scheren eigentlich nicht ordentlich sauber. Und die könnt ihr einfach in zwei Teile nehmen, sauber machen, wieder zusammenbauen und dann ist die wieder stattklar.
Manchmal bin ich sogar faul und schneide da Fleisch mit. So, serviert wird jetzt entweder mit dem Salatbesteck oder mit der Allzweckwaffe. Das ist aus der Griffbereit-Serie die Zange. Und die ist echt mega praktisch. Ob ihr die jetzt hier für Salat nehmt oder zum Fleisch drehen oder um Nudeln rauszunehmen. Die kann man hier hinten auseinandernehmen. Dann nimmt die in der Schublade und in der Spülmaschine nicht so viel Platz weg. Und dann klipst man die einfach zusammen. Und wenn es dann einmal so furchtbar kracht, dann ist die nicht kaputt, sondern zusammengebaut. Wir machen uns jetzt hier bei diesem leckeren Salat her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habe ich euch ein bisschen Appetit gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert mich. Tschüss!